Wichtige Rolle von Genetik bei der Schweinezucht, darum geht es hier am Stand von Dan Brad. Ich habe Peter Thompson neben mir, Experte auf dem Gebiet. Motto ist ja Get the Proof. Was können Kunden hier in Deutschland erwarten von Dan Brad? Die deutschen Schweineproduzenten sollen große Erwartungen haben zum Dan Brad. Dan Brad ist Besitz von den dänischen Schweineproduzenten, da mit dem Zuchtprogramm suchen das maximale Zuchtfortschritt jedes Jahr, um die höheren Kosten zu treffen. Und mit diesem Programm spreiten wir uns im Welt aus und wir versuchen zu spielen 1:1 dasselbe Produkt, wie wir produzieren in Dänemark, in Deutschland auch. Thema Genetik, wo bewegt sich der Fortschritt dahin? Also was können Kunden jetzt in Betrieben schon beobachten? Ja, Dan Brad macht immer das Entscheidung, das ökonomische, am meisten attraktive Ziel zu erreichen. Wenn das ist sagt, müssen wir natürlich auch auf das Umwelt sehen, wir müssen auch auf das Tierwohl sehen und alle diese Parameter haben wir in unser Ziel eingebaut. Stichwort CO2-Fußabdruck wurde schon angesprochen, welche Rolle spielt das bei Dan Brad? Ja, das spielt eine sehr große Rolle in Dänemark, auch in Deutschland. Was wir haben gesehen ist, dass das weniger Futter wir brauchen, das schneller unsere Tiere wachsen. Das kleinere bleibt unser Fußabdruck, wenn wir sprechen über CO2. Das ist das einzige Punkt. Wenn wir sehen, von was wir wissen von 1970 bis heute, sind unsere Abdruck weniger, mehr als 50% niedriger als damals. So, das hat eine unheimlich große Bedeutung, ein Zuchttier zu suchten. Da wachsen schneller und fressen weniger. Welche neuen Trends setzt Dan Brad denn im Mastbereich bis 2030? Also was wird sich da noch verändern? Ja, also wir bleiben dran auf unsere Produktionsziele. Da sind auch viel Geld in eines Wein, der wachsen schneller und essen weniger, das ist klar. Auf unserer Sauseite haben wir auch Robustness inkludiert. Das bedeutet, wir jetzt versuchen ein Tier zu machen, der ist sehr stark und bleiben am Leben in seine ganze Leben unterwegs. Das ist ein Ding. Dann haben wir auch dieses Jahr ein Zertifikat eingeführt, wo wir versuchen, unsere Genetik zu zertifizieren. Das Nachfrage von Genetik von Dänemark ist sehr hoch im Moment. Und viele fragen, wie können wir eigentlich Dan Brad kennen von anderen Genetiken. Dafür haben wir ein Zertifikat eingeführt, wo Leute sich zertifizieren kannst, wenn die haben ein Dan Brad Produkt, die gern verkaufen will. Das kann ein Ferkel werden oder ein Mastwein. Schnellerer Zuchtfortschritt durch Genetik, Thema hier am Stand von Dan Brad. Mehr Infos natürlich auch online.